Berlin, Machtzentrale der Politik. Von hier aus wird Deutschland regiert. Bundeskanzlerin Merkel oder Westerwelle kennt jeder. Aber im Bundestag sitzen insgesamt 622 Abgeordnete und unter ihnen viele Nachwuchspolitiker. Wir begleiten 8 junge Menschen auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus. Sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker. Einer von ihnen wohnt in Monheim am Rhein, der 28-jährige Daniel Zimmermann. Ich hoffe schon, dass ich ein Bürgermeister zum Anfassen bin. Daniel Zimmermann, einer der jüngsten Bürgermeister Deutschlands und Parteigründer von PETO. Daniel, ein Bürgermeister zum Anfassen? Beim Monheimer Seniorentanztee auf jeden Fall. Der 28-Jährige will für jung und alt greifbar sein. Zudem möchte er mögliche Hemmschwellen zwischen den unterschiedlichen Generationen abbauen. Die Senioren jedenfalls finden den aktiven Jungbürgermeister zum Anfassen einfach klasse. Ich weiß nur, dass viele Ältere eben auch die Hoffnung in den gesetzt hat, weil die etablierten Parteien sich nicht so gezeigt haben, wie wir das vielleicht gerne gehabt hätten. Wir haben also uns alle sehr gefreut, dass wir nun so einen jungen Bürgermeister haben. Und man sollte ihm die Chance geben, auch zu beweisen, dass die Jugend zu solchen Ämtern fähig ist. Und Daniel nutzt diese Chance. Ich glaube, dass insgesamt die PETO schon bewiesen hat, dass sie jetzt sich nicht nur um Jugendthemen kümmert. Gerade für mich als Bürgermeister ist das ja gar nicht möglich. Ja, die Älteren haben natürlich das gleiche Recht, den gleichen Anspruch wie alle anderen auch, dass hier die Stadt lebenswert ist, dass sie hier die Dinge vorfinden, die sie brauchen, im Einzelhandel, was Buslinien angeht, Infrastruktur und so weiter. Und da unterscheiden sich dann die Älteren nicht von den Jüngeren. Da geht es einfach eben um Lebensqualität vor Ort. Daniel, ein Anpacker mit Herz für alt und jung. Vom Rhein an die Spree. In Berlin sitzt Yvonne Plötz seit Februar 2010 im Deutschen Bundestag. Neben ihren politischen Aufgaben studiert sie Politikwissenschaft. Ihre Magisterarbeit handelt über das Thema Jugendarmut in Deutschland. Die gebürtige Saarbrückerin ist 26 Jahre alt und Parteimitglied bei Die Linke. Hallo, ich bin Nadine Schön, bin 27 Jahre alt. Ich bin Abgeordnete im Deutschen Bundestag seit 2009 und mein Wahlkreis hat die Nummer 261, das ist das nördliche Saarland. Yvonnes Wahlkreis, Völklingen im Saarland. Hier muss sich die junge Politikerin heute ihrer ersten Pressekonferenz stellen. Es ist schwierig, vorher sich die Fragen auszumalen, die Journalisten stellen könnten. Also man will ja doch vorbereitet sein. Ein paar Fakten, neue Zahlen, neue Ideen. Hier haben wir ein Beispiel für ein letztes Hemd, so wie sie heute in Saarbrücken und Neunkirchen wehen werden. Ich will Sie bitten, einfach noch ganz kurz mit in die Innenstadt zu kommen, in die Fußgängerzone zur Aktion. Und dort werden wir sicher noch hunderte von diesen Hemden flattern sehen. Natürlich ist Yvonne nervös, aber ihre Aktion komplett durchdacht und im Vorfeld geplant. Wir gehen jetzt in die Bahnhofsstraße zur Aktion Das letzte Hemd. Attac und Die Linke haben die Saarländerinnen und Saarländer aufgefordert, ihr ausgedientes letztes Hemd bei uns auf die Wäscheleine zu hängen und damit zu zeigen, dass die Bundesregierung mit ihren Sparplänen den Bürgern das letzte Hemd nimmt. Yvonne ist es neben ihrer Arbeit im Bundestag wichtig, aktiv und authentisch zu bleiben. Ungewöhnliche Aktionen auf der Straße gehören für die 26-jährige Politikerin unbedingt dazu. Durch diese öffentliche Aufmerksamkeit möchte Yvonne den Bezug zur Lebenswirklichkeit ihrer Wähler nicht verlieren. Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, noch weiterhin vor Ort zu sein. Aber ich finde es auch auf der anderen Seite richtig wichtig, dass wir nicht nur parlamentarisch arbeiten, sondern auch außerhalb vom Parlament immer wieder zu sehen sind. Denn Politik wird nicht nur im Parlament gemacht, sondern insbesondere auch auf der Straße. Medienwirksam sind die Straßenaktionen allemal. Yvonne will in Deutschland etwas bewegen. Daher beschloss sie vor 6 Jahren, direkt nach ihrem Abi in die Politik zu gehen. Ich habe Ideen, die will ich in die Politik einbringen. Ich habe jetzt eine riesen Plattform dafür. Und es macht mir richtig viel Spaß, einfach mitreden zu dürfen, die Zukunft gestalten zu können und die Meinung anderer junger Leute mit in die Politik tragen zu können. Und darum greift die junge Saarländerin auf möglichst publikumswirksame Mittel zurück. Die Wanderausstellung ist so konzipiert, die ist ein bisschen anders, die bewegt sich, sie wandert tatsächlich. Das soll einfach Aufmerksamkeit erregen. Scheint zu klappen.
Stopp. Warte. Die muss noch ein bisschen weiter nach hinten, oder? Ich finde, das ist einfach mal eine kreative und innovative Idee, die hoffentlich dazu führt, dass ganz viele Leute sich das ansehen. Und das hat man mit einer normalen Ausstellung, die hinter verschlossenen Türen hängt und eventuell noch Eintritt kostet, einfach nicht. Politik zum Anfassen im wahrsten Sinne des Wortes. Kreativ und lustig. Ob das die lebenden Säulen auch so sehen? Es ist insgesamt etwas beengt. Es ist warm, aber es ist auch total lustig. Aber zurück zum Thema. Ja, wir haben in Deutschland das Phänomen der Jugendarmut. Das heißt, bei uns ist jeder 5. Jugendliche arm. Und trotzdem dringt dieses Problem einfach nicht durch. Wir haben eine Öffentlichkeit, die das nicht wiedergibt. Das wird nicht diskutiert, weder in der Politik noch in der Wissenschaft. Und ich will hiermit einfach die Leute sensibilisieren, ihnen zeigen, ja, hier gibt es ein Problem, schaut es euch an. Und ich hoffe, ich erreiche das mit dieser Ausstellung. Mehr von Yvonne Plötz in den nächsten Wochen. Viel erreichen möchte nämlich auch Florian Bernschneider. Mit seinen 23 Jahren ist er der jüngste Anpacker im Deutschen Bundestag. Seine Karriere begann als Schulsprecher. Jetzt ist Florian Parteimitglied bei der FDP. Hallo, mein Name ist Florian Bernschneider. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus Braunschweig und sitze als jüngstes Mitglied im Deutschen Bundestag. Er ist Braunschweiger durch und durch. Daher geht Florian zu seinen Terminen in der Löwenstadt am liebsten zu Fuß. Ich gehe zu Radio Okerwelle. Das ist der regionale Sender hier bei mir im Wahlkreis in Braunschweig. Ich war schon ein paar Mal da und ich werde so alle halbe Jahr immer mal wieder eingeladen und darf über die aktuelle Politik in Berlin erzählen. Und ich bin ganz gespannt, was heute auf mich zukommt. Seit 2009 ist Florian Mitglied im Deutschen Bundestag. Seine politische Laufbahn begann 2003 mit seinem Parteieintritt. Heute muss sich Florian den Fragen eines lokalen Radiosenders in Braunschweig stellen. Wie haben Sie das erlebt jetzt in einem Jahr Berlin? Sie sind ja ein gutes Jahr jetzt in Berlin, knappes Jahr in Berlin als Abgeordneter für die FDP. Hat sich alles da so erfüllt, wie Sie das gehofft oder wie Sie es befürchtet haben? Auch es hat sich schon alles so erfüllt, wie ich es mir erhofft habe. Schließlich haben wir die Möglichkeit, in Deutschland was zu verändern. Das hat sich die FDP gewünscht, mit in die Regierung zu kommen. Das haben wir geschafft und wir sind dabei. Ich glaube, das versteht sich von selbst, dass wenn man on air ist, das heißt, wenn man ins Mikro spricht und die Leute live mithören, dass man die Worte dann eher abwägt. Also dann überlege ich, was sage ich genau und wie kann das vielleicht auch draußen ankommen. Wenn man so privat untereinander spricht, in der Pause mit dem Moderator, dann ist jedes Wort nicht so wichtig. Und dann ist man dann, natürlich ist man dann ein Stück weit lockerer, als man das vielleicht on air ist. Und auf die Fragen des redegewandten Radiomoderators hat sich Florian bestens vorbereitet. Das Wichtige ist auch für die zukünftige Generation, die Schulden abzubauen. Ich gebe Ihnen da auch völlig recht, Herr Hörsmüller, das ist natürlich wichtig. Und gerade als junger Mensch sage ich das auch, dass es wichtig ist, vom Schuldenberg runterzukommen. Aber wir sind schließlich die erste Regierung, die überhaupt mal ein großes Sparpaket auflegt. Den politischen Smalltalk beherrscht der 23-Jährige schon fast wie ein langjähriger Politiker. Und auf lokaler Ebene sind die Fragen immer ein bisschen kritischer als auf der bundesweiten Bühne. Ich kenne Florian Bernschneider, ich schätze mal so um die 4 Jahre. Und wenn man die Politiker hier kennt in der Region, dann hat man jetzt nicht unbedingt persönlichen Bezug direkt, sondern aber man kennt sich und kann anders mit ihnen umgehen, kann mit den Fragen auch anders an sie herangehen, weiß, was darf ich überhaupt nicht, welche Fragen darf ich nicht stellen, was ist tabu. Man macht sich schon Gedanken darüber, wie verhalte ich mich gegenüber Medien, aber es gibt nicht sowas wie eine Medienschulung der FDP, wo einem eingebläut wird, das musst du vor der Kamera sagen und das darfst du nicht sagen. Also so eine Vorbereitung habe ich nicht. Aber schon in der nächsten Folge holt Florian den Hammer raus. Wir begleiten den jungen Anpacker ins Haus der Wissenschaft und dort lässt er es ordentlich krachen. Und Daniela auf Sommertour in ihrem Wahlkreis. Natürlich bei so einem Termin wie jetzt hier nehme ich ganz konkrete Aufträge mit, um auch was für meinen eigenen Wahlkreis auch zu tun. Außerdem ein Wiedersehen mit Nadine Schön. O zopft is. Oder wie heißt das im Saarland? Das und mehr nächste Woche bei Die Anpacker.